Als wir vorhin darüber gesprochen haben, wie man einzelne Töne am gescheitesten auf dem Instrument hinbekommt, da sprachen wir über eine Spieltechnik, die Lip-Blocking heißt. Spiel mit spitzem Ansatz, Lip-Blocking. Da habe ich gesagt, das sei schon die gängigste Methode, mit der die meisten aller Spielerinnen und Spieler am besten zurechtkommen am Anfang. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Methode, die zugegebenermaßen wirklich, wirklich echt schwieriger ist. Aber du kannst sie ja mal versuchen. Man nennt diese zweite Methode Spiel mit abgedeckten Kanälen oder Tongue Blocking. Tongue Blocking sagt das eigentlich ganz gut, was gemeint ist, mit der Zunge etwas blockieren. Unsere Mundstellung ist bei dieser Spieltechnik größer. Das heißt, ich umschließe drei oder manchmal sogar vier Kanäle gleichzeitig mit den Lippen, dass es ungefähr so klingt. Dann habe ich mehrere Töne gleichzeitig klingen. Jetzt muss ich versuchen, aus diesem Mehrklang von Tönen ja nur einen einzelnen, das ist mein Melodieton, herauszufiltern. Und das macht man üblicherweise so, dass man den rechts außen liegenden höheren Ton dieser drei Töne als Melodieton nimmt, als Soloton nimmt und versucht, die anderen beiden Kanäle abzudecken. Das heißt, der rechts außen liegende Ton ist der Melodieton und die anderen beiden Kanäle werden abgedeckt. Und da hat man ja eigentlich gar keine großen Wahlmöglichkeiten. Dafür nimmt man dann die Zunge. Das heißt, die Zunge legt sich auf den Kanzellenkörper, deckt die links liegenden Kanäle ab, so dass nur der rechts außen liegende Kanal als Melodieton klingt. Das wäre dann so etwas. Der Weg erstmal von dem Mehrklang von Tönen hin zum Einzelnen. Die Zunge bewegt sich langsam auf die links liegenden tiefen Kanäle. Hört sich so an. Und beim Ziehen wieder beim Ausatmen. Ja, die Zunge liegt also dabei so links im Mundwinkel, ungefähr sowas wie dieses. Hier. Hier liegt die Zunge. Und hier, rechts, ist ein Stückchen frei, wo die Luft durch den Kanal gehen kann. In diesem Fall war das der dritte Kanal, der als unser Melodieton klang. Eins und zwei habe ich mit der Zunge abgedeckt und der dritte Kanal klang als unser Melodieton. Was jetzt dabei vielleicht auch schon zum Tragen gekommen ist, ist die weitere Möglichkeit, die ich mit dieser Spieltechnik anstellen kann. Denn man kann sich ja vorstellen, es ist ja schon ein bisschen mehr Aufwand. Und das alles nur, um einen einzelnen Ton herauszuholen. Nee, nee, da geht noch ein bisschen mehr. Ich könnte jetzt zum Beispiel natürlich mit diesem Ansatz, mit Tongue Blocking, eine Melodie spielen. Das heißt, die Zunge liegt die ganze Zeit drauf. Geht ungefähr so. Dann war die Zunge die ganze Zeit auf zwei Kanälen, hat die abgedeckt und rechts außen liegend klang die Melodie. Was allerdings jetzt auch möglich ist, durch den akkordischen, durch den harmonischen Tonaufbau des Instrumentes, ist, dass ich meine Zunge als Rhythmusinstrument im Grunde genommen benutzen kann. Also mit meiner Zunge rhythmisch meine Melodie begleiten kann. Ich kann die Zunge dranlegen, wegnehmen, dranlegen, wegnehmen, dranlegen, wegnehmen und dadurch einen Rhythmus spielen. Vielleicht sowas wie. So hört sich das dann an, wenn ich dieses Tongue-Blocking weiterführend denke und spiele vor allem, ja, dass ich halt eben damit eine rhythmische Begleitung nehmen kann. Das braucht man nicht nur für Volks- oder Wanderlieder, wie zum Beispiel.
dafür klingt das auch klasse. Dafür ist der Tonaufbau gedacht. Allerdings haben auch viele, viele Blues-Spieler sich genau diese Methode ausgesucht, um Sounds in ihr Spiel zu integrieren, die du nur mit Lip-Blocking, mit Spiel mit spitzem Ansatz, nicht hinbekommst. Sounds wie zum Beispiel dieses. Wie dieses, das kriegst du nur mit dem Spitzenansatz, mit dem Lip-Blocking nicht hin. Du hast hier zum Beispiel 5 ziehen und lässt 3 und 4 mit einer flatternden Zunge klingen noch dazu. Hast du nur Kanal 5 ziehen und die Zunge flattert auf 3 und 4 und gibt die Begleitung dazu. Und dann wird's langsam wirklich richtig spannend, denn durch die Verknüpfung dieser beiden Spieltechniken kriegst du natürlich plötzlich musikalische Möglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten, die schier unerschöpflich sind. Nicht nur, dass du deine Zunge flattern kannst, rhythmisch dich begleiten kannst, nein, du kannst dann ja sogar mit deinem Spitzenansatz, mit dem Lip-Blocking, dich in der unteren Region auf dem Instrument ganz behend bewegen, wo die Zunge hier ja vielleicht sonst keinen Platz hätte. Also die Möglichkeiten, die diese Blues-Harp bietet, sind schier unerschöpflich. Ich wünsche dir viel Vergnügen und Spaß auf deiner Reise in die Welt der Blues-Harp.